bitte? Bitte, bitte? Ich lieb bitte, bitte sage vielleicht? Vielleicht so? Ah. Nein, 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 du gehst da schön, du gehst da schön wieder. Nimmst du den Job jetzt? Nimmst du den Job jetzt? Oder muss ich dich zwingen? Redi- Oh, du nimmst den Job. Na gut. Panzermacher, Grobschmied, ein Bauer, der nächste wird ein Bibliothekar. Oh, hier ist irgendwas passiert. Die müssen wir jetzt halt nur insofern, Alter, so geil, insofern hochleveln, dass wir den Eisentrade haben. Dann sind wir gemachte Leute. Wir brauchen halt nur den Eisentrade. Gerade bei mir so geblitzt? What the fuck? Aus dem Augenwinkel habe ich gerade irgendwas blitzen sehen. Das war weird. Ja, ist jetzt nur noch ein Zeitspiel gerade. Ist gerade nur noch ein absolutes Zeitspiel. Wir gehen mal ganz kurz gucken, was die Eisenfarm macht. Und wie gesagt, die Eisenfarm läuft nur zu einem Viertel die ganze Zeit, ne? Also ich meine, gut, die läuft jetzt seit 5 Stunden, 6 Stunden durch. Aber halt nur nach mit einem Viertel. Also da fehlt noch einiges. Alter. Ja gut. Ja gut. Das könnte schlechter sein. Sind wir mal ehrlich. Das könnte deutlich schlechter sein. So, wir nähern uns übrigens gerade der 10-Stunden-Stream-Marke. Sehe ich gerade. Und ich muss mal ganz kurz gucken. Hier will irgendjemand was ganz dringend von mir. Aber warum? Wer will da was von mir? Aha, hier will jemand was von mir. Okay. Alles klar. So, Entschuldigung, weiter geht's. Ich überlege gerade, ob ich als nächstes den letzten Schmied mache
oder den den Dings versuche, den den Bibliothekar. Da brauchen wir nicht mehr. Tja. Hier noch mir ein bisschen zu wenig Babys. Aber dagegen habe ich doch was hier. Obwohl, eigentlich will ich das Weizen benutzen für die Rinderfarm. Eigentlich will ich das nicht für die Villager benutzen. Zehn kriegt ihr nochmal. So bumset und mehret euch. Wird langsam, oder? Wird doch langsam hier wieder. Sieht doch wieder nach einer vernünftigen Welt aus. Nach den traurigen Vorkommnissen von heute Morgen. Wo hatten wir die Tropfsteinhöhle gesehen? Da hinten, ne? Irgendwo war das, glaube ich. Dann vermehren wir mal ganz kurz hier den Zuckerrohr. Also das Ding ist, dadurch, dass wir das halt jetzt eben so mit den Villagern machen, brauche ich halt echt nicht meinen gehen, ne? Also irgendwie Diamanten suchen im Dunkeln unten. Das können wir uns komplett sparen dadurch, ehrlich gesagt. Das ist voll geil. Klar, ist natürlich dann ein bisschen vom Spiel, was wir dadurch dann halt eben nicht mehr haben. Das ist klar. Das ist mir bewusst, aber das nehme ich hier billigend in Kauf. Das heißt ja Minecraft. Aber wir craften halt nur noch. Aber nur bis zum Netherite-Upgrade, es sei denn, du farmst die Bastions alle, also für die Schmiedevorlagen. Ja, dafür brauche ich natürlich richtige Diamanten, das ist klar. Dafür brauche ich richtige Diamanten. Aber es ist jetzt halt hier im, ist ja quasi immer noch Early-Game, wenn du so willst, ne? Da sparen wir uns das gerade halt komplett.
Nur drei? Was? Nur drei? Was? Kann doch nicht euer Ernst sein, nur drei Karotten, ey. Ah, das sieht schon besser aus. So. Das sieht schon besser aus. So, hier, willst du noch ein paar Karotten haben? Oh! 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 Wann habe ich dich denn gelevelt, sag mal? Okay, cool. Hat mich gerade ein bisschen gestört, dass es asymmetrisch war. Warte mal, hat einer von den beiden einen Kartoffeltrade? Hast du einen Kartoffeltrade? Nee, du hast einen Weizentrade. Du hast einen Weizen-Trade. Wie hast du denn einen Weizen-Trade, Mann? Du hast auch einen Weizen-Trade. Ich muss gerade einfach ein paar mehr Smaragde bekommen, sonst dauert das Leveln halt einfach ewig. Das dauert gerade einfach ewig. Den Weizen-Trade will ich eigentlich nicht nutzen. Okay, wisst ihr was? Wir probieren mal was. Also ich probiere jetzt mal was aus, kurz. Mal was wissen. Weizen-Trade. Kartoffel-Trade. Den wollte ich sehen. Junge, willst du mich verarschen eigentlich, oder was? Oh, du willst mich doch verarschen, ey. Habe ich jetzt getradet? 4. 4. Na, das hat's jetzt gebracht. So viel gelevelt habe ich die jetzt gar nicht gerade. So ein Scheiß. Noch ein paar Trades. Ich hoffe nur, dass er durch den Trade das jetzt nicht in seinem Inventar hat und jetzt quasi meine Karottenfarm zu einer Karotten-Kartoffelfarm umwandelt. Das wäre jetzt nicht so geil, ehrlich gesagt. Mmm.
Abwarten. Anders können wir gerade nicht machen. Ihr macht mir wieder keine Kinder. Warum macht mir hier keine Kinder? Ha? Was ist hier los? Die können ja nicht mal aufnehmen. Schöne Scheiße. Das heißt, ich muss bei Karotten und Brot bleiben. Wo noch nichts passiert ist. Okay, dann machen wir jetzt nochmal eine neue Ho und machen mal den dritten Bereich schon mal fertig. Auf dass wir es damit ein bisschen schneller hinbekommen. Was hauen wir denn da mal rein? Hau ich da Weizen rein? Guten Nacht, Nerdy Smurf, hau rein. Wenn du magst, bis morgen. Tülü. Da hauen wir Weizen rein ins dritte, ne? Ja, komm. Let's go. Bleibt uns ja nichts anderes. Oder ich hau hier nochmal Karotten oder Kartoffeln rein. Nee, Weizen. Weizen ist schon gut. Dann haben wir Karotten, Kartoffeln und Weizen. Und die dritte kommt dann wirklich Rüben oder sowas. Da überlege ich mir was. So, und dann da drüben den kaputten nochmal eben machen. Arsch, du. Ist immer noch ein Weizen-Trade? Alter. Ja, du bist immer noch der Weizen-Trade. Ja, nee, das bringt mir nichts. Immer noch zwei. Wir haben zwei Babys auch noch. Wow. Ganze zwei Kartoffeln hat er mir reingeschmissen gerade. Ganze zwei Stück. Richtig gut. Alter. Wow. Na komm, dann machen wir die Bäume mal kurz weg. Ich überlege gerade, was wäre denn noch ein Trade, den man gut machen könnte? Also ich meine, klar, mit Zuckerrohr kannst du natürlich papieren, kannst du natürlich einen Dings hochtraden, einen Bibliothekar. Aber da würde ich halt tatsächlich eher auf einen Bibliothekar gehen, der halt wirklich Reparatur hat. Also das ist gerade erstmal wichtiger, tatsächlich. Wichtiger. Brucknertisch und Stöcke trade mit Bambusherrsch. Oh, Bruckner mit Stöcken. Oh, das ist gut. Wie macht man denn den Bruckner-Tisch? Da habe ich das Rezept gar nicht für im Kopf. Denke mal, also wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, wie den Schmiedetisch, nur halt mit Flint oben. Das wäre jetzt, das würde ich jetzt raten. Anstatt Eisen, Flint. Also 4 Holz und 2 Flint.
Das wäre jetzt mein wilder Guess an der Stelle. Oder vielleicht auch nicht Flint, sondern keine Ahnung. Da ist noch was drin irgendwo. Aber da kann ich die Sonne nicht sehen. Vielleicht auch String anstatt Flint. Das kann natürlich auch sein. Da ist noch Holz drin. Ich sehe das doch. Und wenn du nämlich nicht durchgucken kannst, durch die Blätter, ist da nämlich noch was drin. Weil gerade nach oben gucken, sieht man das immer gut. Habe ich Flint? Hätte ich denn Flint überhaupt? Aber ich habe auch keinen Bambus. Ich habe auch überhaupt gar keinen Bambus hier in der Nähe. Ich habe nicht einen Bambus hier in der Nähe gesehen. Uff. Habe ich Flint überhaupt? Warte mal. Ja, ich habe zwei Flint. Also ein Bognertisch würde ich jetzt einfach sagen, sieht so aus. Ah, lol. Okay. Gut, ich hätte jetzt, hatte jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet, dass das wirklich funktioniert, aber es hat funktioniert. Also hey. Das war halt einfach nur wirklich ein Wild Guess eben gerade. Sogar ein Hittenbogner werden, oder? Du kannst auch gerne hier schlafen kommen. Alternativ. Ich glaube, weil hier unter die drei Bewohner sind, muss ich das immer viermal machen, bevor das getriggert wird. Ah, ja, willst du? Willst du nicht? Willst du? Willst du nicht? Ich sehe gerade, dass hier die Gläser nicht weit genug rausgucken. Okay, er mag jetzt gerade nicht, weil Nacht ist, vielleicht. Kann natürlich sein. Junge, magst du vielleicht auch an deinen Tisch nochmal wieder gehen? Komm, geh mal wieder an deinen Tisch. I know you want to go to your Tisch. Go to your Tisch. Genau. Da rein. Nein! Och, du Pisser, ey. Da rein jetzt. Ich mach dich arbeitslos, Alter. So, hier. Wie gefällt dir das, hä? Wie gefällt dir das? Los! Hol dir deine Arbeit zurück. Oh, das ist geil. Boah, das ist voll gut. Das ist ja oh mein Gott. Ein Bogner ist ja mal ultra gut. Wait. Ich meine, wir haben ja so ein bisschen, ne? Ich meine, wir haben da ja so ein bisschen. Momentchen mal. Magst du da nicht so, hier, guck mal.
Stück schon. Oh, mega gut. Oh. Oh, das ist gut. Das ist richtig gut. Bögen. So, du hast jetzt ein Level up. Komm, gib mir den Eisentrade. Gib mir den Eisentrade. Yes. Oh, sogar 4, Alter. Ja. And so it began. Oh, Kekse. Und Melone fürs Markte. Boah, mit einer Melonenfarm, die kannst du ja auch vollautomatisieren. Kannst du halt auch geil Smaragde dann machen, ne? Uiuiuiuiuiui. Okay, aber hier kriege ich halt jetzt geil Bögen für. Oh Gott, mir ist gerade so kalt, ey. Für, sag schon, Werfer. Also, ne, Dispenser, Dropper, wie auch immer. Dropper, Dispenser, eins von beiden, keine Ahnung. Vergiss immer, welches davon was ist. Ah, jetzt, also ich sag mal so, jetzt traden wir uns einfach hoch, ne? Jetzt können wir auf alles scheißen und uns hochtraden. Also jetzt ist das Spiel quasi durch. Also, bis auf den fiesen Part. Also das Pre-Game, das der Beginn ist durch. Da muss ich mir jetzt so ein wenig Gedanken mehr machen, weil wir haben Eisen, wir haben Essen, wir haben alles. Holen wir mal ein bisschen Eisen. Wenn wir den anderen gleich auch noch hochgetradet haben und dann den dritten vielleicht nachher noch hochgetradet haben, dann löppt das richtig. Alter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Decks mal rausgeholt. Läuft. Also der Bogner war gerade tatsächlich ein Gamechanger, Botox, ey. Der Bogner war gerade der richtige Gamechanger. Danke dafür. Das werde ich mir auch merken. Weil Holz kannst du en masse mal eben schnell besorgen. Dann machst du daraus Sticks, daraus machst du dann schnell Sticks. Dann holst du mal eben schnell entsprechend genügend Emeralds und schön Löpterlachs. Oh, die haben alle FI 2. Oh, das ist gut. Oh. Jetzt braucht nur noch gleich unter Meister. Da fehlt ja noch einer, ne? Der levelt ja noch einmal, glaube ich. Oder Meister ist, glaube ich, das höchste, ne? Meister ist das höchste, ich glaube. Oder? Oh, jetzt will ich wissen, was deine besten Trades sind. Oh, nee, ich spare mir das. Aber Diamant-Axt, Effizienz 2, Diamant-Schaufel, Effizienz 2 ist schon verdammt gut. Ehrlich gesagt. So, jetzt brauchen wir nur noch als letztes den mit dem Schleifstein. Ja, den Schleifstein können wir mal... Oh, du bist erwachsen. Okay, pass auf, wir besorgen dir mal kurz einen Job hier. Wir brauchen Stein.
hier, keine Ahnung, brennen. Weiß ich nicht, brennen irgendwas durch. Was kann ich denn hier mal verbrennen? Hier, 2 Loks. So, 5 Loks. Hier, let's go. Schleifstein. Nee, kann ich noch nicht. Schleifstein? Nee. Ein davon, 2 davon, okay. Alter. Ich will dich eigentlich nicht ummünzen, aber ich muss anscheinend. Weil ich will dich hier hinten in der Ecke haben. Kannst du bitte wieder herkommen? Komm, hol dir deinen Job neu mal neu. Ist halt so. So, bannen. Eigentlich nicht, ne? Du willst noch nicht wieder, okay. Für dich habe ich noch nicht wieder genug. Den kriege ich relativ schnell gleich hochgelevelt. Dann habe ich 2, mit denen ich Eisen traden kann. Oh, scheiß Regen, endlich vorbei, ey. So. Ey, immer noch nicht. Dachte, du bist resettet, ey. Was ist los mit dir? Was ist da los? Du bist auch noch nicht so weit. Du bist auch noch nicht mit dir. Für dich habe ich nichts. Boah, ob ich dich nochmal hochlevel gerade? Alter, warte mal. Dann kriege ich nämlich auch Smaragde gerade. Das ist erstmal wichtiger gerade. So, hier, zack. Handeln wir den mal ganz kurz hoch.
15, das hat jetzt nicht ganz so viel gebracht, aber ich könnte den jetzt... Nee. Oh, das levelt den ja fast... Das levelt den gut. Aber nee, das machen wir mal nicht. So, jetzt bist du Experte. Wieso levelt der nicht hoch, Botox? Weißt du das? Ah, weil er jetzt hochlevelt. Okay, lol. Alter, die ist auch Effizienz 2. Na ja, gut. Aber Effizienz nehme ich, ne? Das ist ja nicht schlecht. Haltbarkeit wäre natürlich noch besser gewesen. Haltbarkeit und Effizienz. Aber ganz ehrlich, nehme ich. Für den Preis ist das okay. Eisenäxte, Alter. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel Eisenäxten soll. So. Hätten wir das auch geklärt. Oh, wir haben nichts mehr. Hey, Buddy, willst du nicht noch mal so ein bisschen mit mir Eisen tauschen, hä? Nein, willst du... Schade. Schade. Guck mal, was wir an Karotten hier drin haben. Jetzt mittlerweile. Oh, ein Stack. Und auch ein Stack Kartoffeln, das ist gut. Ein weniger als ein Stack. Na ja, gut. So, du bist mein Kartoffelmann, ne? Der Karottenkartoffelmann. Oh, du wirst Levels jetzt auch. Cool. Oh, du nimmst auch Karotten an. Ja, don't mind if I do. Was kriegst du denn jetzt als Level 2? Äpfel auch und Kürbisse. Na gut. Dann wollen wir mal ganz kurz eben noch mal eine Eisenaxt abschwatzen hier hinten. Ja, 2 oder 3 muss ich noch, dann haben wir den auch gelevelt. 11! Oh, wisst ihr, also... Alter, jetzt will das aber wissen. Faden und oder Feder? Oh, auch gut. So, dann level du mal hoch. Eisentrade, nice. Das habe ich auch noch nie gesehen, den Tooltip. Da lohnt ein Hühnerfarm. Ach so, der will Federn haben. Ach so, ja, okay, gut. Ich dachte gerade, der gibt Federn. Das wäre auch ziemlich cool gewesen, ehrlich gesagt. Wenn er Federn geben würde. Hühnerfleisch kann man beim Metzger eintauschen. Oh, Metzger. Alter, du kannst halt mit den Tradings kannst du halt richtig viel machen, ne? Das ist halt schon geil, ehrlich gesagt. Und ich meine, guck mal, wie krass wir gelevelt haben. Jetzt sind wir schon Level 24. Das ist besser als jede Mob-Farm, ey. Oh, beruhigen. Ich schreibe mir nicht an von der Seite. So. Wir bauen auch gleich mal ein kleines Blumenfeld, würde ich sagen, wenn wir schon mal dabei sind. Ein klitzekleines Blumenfeld.
Tja. Das kleine Mondfeld hier. Ist ja ein bisschen was, ne? So, was hast du denn hier für mich? Du hast 10, willst aber gerade nicht. Du hast 6 und willst. Jetzt nicht mehr. Effizienz und Haltbarkeit, okay. Du willst auch Feuersteine haben. 37. Dann leveln wir dich auch noch mal ganz kurz hoch. So. Super krass repariertes Teil, ey. Also noch viel reparierter kann es gar nicht sein. Karotten. Oh, der will aber dringend Karotten haben jetzt. Wenn das mir schon vergünstigt anbietet. Aber wir können mal eben ganz kurz unsere unsere Kühe nochmal ganz kurz eben ein bisschen paaren. Okay. Da ist noch nichts drin gestorben. Entity Cramming ist noch nicht so weit. Da ist irgendwo noch Holz drin, ey, so ein Scheiß. Dum, 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 dum. Ja, einmal müssen wir bei dir noch, Du willst keinen, du bist was anderes. Du willst auch nicht. Na, dann warten wir mal. Dann gehen wir mal ins Bett. Deck hier mal eben. Hola, Senor Bogner. Sie wollen da noch ein bisschen Smaragde für mich geben. Si. Gracias. Du willst immer noch nicht. Willst du? Nein, auch noch nicht. Okay, 11. Okay, komm, hier, sei gelevelt. Seien sie gelevelt. Oh, und der hat kein Eisentrade. Oh, der hat kein Eisentrade. Was ist das denn? Kann der Eisentrade noch kommen? Oder wird der jetzt garantiert keinen haben? Okay, Todesurteil. Ist hier ein Kind drinne? Nee, natürlich nicht.
Das ist nicht gut. Das heißt, warte mal, die drumherum sind, die kriegen das mit und dann werden die Trades teurer oder was? Oh shit, ja, das, nun. Prüfen wir doch mal ganz kurz. Oh ja, die Trades sind teurer geworden. Oh, und wie die Trades teurer geworden sind. Hier sind sie günstiger geworden, lol. Bann 3 und Rückstoß. Bann 3 und Rückstoß. Das ist eigentlich gar nicht mehr so schön. Was macht Bann? Bann ist gut gegen Untote, ne? Bann ist gut gegen Untote. Mal ganz kurz mal ein paar Bögen geholt. Brauchen wir auch alle. Oh, knackalter Aua. Oh, der macht mir auch Armbrüste. Oh. Sorry, das wollte ich jetzt einfach mal wissen. Dün, 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 dün. Der ist ja nur Experte, der ist ja noch nicht mal, der ist ja noch nicht mal Meister. Oh mein Gott. Was kommt denn da noch, Alter, wenn er jetzt schon einen verzauberten Bogen hat? Wahrscheinlich eine verzauberte Armbrust, ne, als letztes. Oh, ich habe kein Eisen mehr. Moment. Da müssen wir mal ganz kurz was gegen tun. So. Okay, die Eisenfarm müssen wir auf jeden Fall noch erweitern, damit sie effizienter läuft. Achso, die Karotten habe ich die ganze Zeit. Die wollte ich den beiden Bewohnern noch geben, damit die bumsen. Warte mal hier. Hey, Buddies. Ich würde mir die auf jeden Fall einmal kaufen, damit wir halt anfangen können, Obsidian abzubauen für den Verzauberungstisch und sowas. Die teuren Trades werde ich für ein paar Tage pausieren, dann werden die wieder günstig. Ja. Mein Scheiß drauf, wir haben ja, ne? Wir haben es ja. Wieso haben wir hier noch einen zusätzlichen Eisenharnisch? Was soll das denn? Weg damit, ja. Mich würde interessieren, was hier noch jetzt danach noch kommt.
Federn. Okay, wie baut man denn eine automatische Hühnerfarm? Kann man das machen, wie ich mit meinem Kuhbrunnen? Sterben die auch an Entity Cramming? Kann ich das einfach 1:1 gleich machen? Ja, kann man, ne? Okay, gut. Dann muss ich mir Hühnchen besorgen. Doch Huhnchen und de Blumchen. Gibt's was Besseres, wofür ich kein Redstone brauche? Weil ich habe keine Observer. Weil meine Schaffarm zum Beispiel, das Design, was ich habe, was ich im Kopf habe, dafür brauche ich auch Observer. Und ich habe keinen Netherquarz. Das ist das Problem. Also ist das Bessere ohne Redstone möglich? Botox. Das ist die Question. Oder zumindest ohne Observer möglich. Was ist denn hier? Ist mit Redstone. Ja, brauche ich. Okay. Ist das mit Redstone, wo ich Netherquarz brauche? Fragen wir die Frage mal so rum. Glaub nicht. Okay. Dann erklär mal, was ist das? Also, was willst du da? Was für eine Farm wäre das? Schick's mir im Discord. Das kannst du machen.